Die Funktionsweise eines hier dargestellten von Neumann-Rechners ist ja bereits bekannt. Die einzelnen Komponenten können über das Bussystem miteinander kommunizieren. Aber was passiert, wenn der Rechner immer mehr ausgelastet wird? Wenn also immer mehr Daten in kurzer Zeit über das Bussystem transportiert werden müssen? Leider geht es in der Praxis nicht so, wie die Animation es uns im Moment zeigt. Aufgrund der Konstruktion des Bussystems und der dabei zugrunde liegenden physikalischen Gesetze der Natur ist es leider nicht möglich, dass mehrere Signale zur gleichen Zeit den Bus passieren können. Vielmehr kommt es zu einer sogenannten Kollision auf dem Bus, sobald zwei Komponenten zur gleichen Zeit Daten über den Bus versenden wollen. Die Folge ist, dass alle an dieser Kollision beteiligten Daten verloren gehen. Sie sind nicht mehr zu rekonstruieren. Somit hat ein Bussystem dieser Art den Nachteil, dass immer nur eine Komponente zur Zeit schreibend auf den Bus zugreifen kann. Der Rechner muss also entsprechende Vorkehrungen treffen, dass nicht doch versehentlich einmal zwei Komponenten zur gleichen Zeit Daten versenden. Insgesamt führen diese Vorkehrungen dazu, dass die Geschwindigkeit, mit der alle Komponenten im Mittel ihre Daten versenden können, nur ein vergleichsweise niedriges Niveau erreicht. Es ergibt sich damit der Von-Neumannsche Flaschenhals.